Also wir haben heute hier diesen Ökostromgipfel organisiert, weil das Ökostromgesetz ist und muss das Herzstück sein für die Energiewende. Da müssen wir jetzt alle Kraft hineinlegen. Der Gipfel war sehr aufschlussreich. Also wir haben ja Expertinnen da gehabt aus der Wirtschaft, führende Unternehmen, Hans-Josef Fell, der das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland wesentlich mitinitiiert hat. Und da hat es schon sehr wertvolle Schlussfolgerungen auch gegeben, was wir, glaube ich, in der österreichischen Diskussion berücksichtigen müssen, auch bei unserem Gesetz. Ich habe mich auch gefreut, dass Energieminister Mitterlehner da war. Ich glaube, es war auch für ihn ganz interessant und wir werden uns in den nächsten Wochen bemühen, dass es in Österreich in Zukunft keine Begrenzungen mehr gibt, sondern eine wirkliche Finanzierung von Ökostrom, weil ich glaube, es ist eine Riesenchance. Kein anderes Land hat so großes Potenzial für eine Energiewende als Österreich und es ist nicht nur eine Chance für uns, sondern auch eine Verpflichtung, das zu nutzen. Der Wirtschaftsminister braucht eine Oppositionspartei dafür. Es ist ganz klar, dass die Grünen die Latte hochlegen werden. Ich hoffe, es ist ihm auch was wert, dass die Grünen dabei sind. Dann werden wir uns ganz sicher massiv einbringen. Nächste Woche am Dienstag wird das Gesetz im Wirtschaftsausschuss behandelt und dann im Juli, also vor der Sommerpause, noch in der Parlamentssitzung, wenn es eine Einigung gibt, also auch mit der Opposition. Wir werden sicher bis zum Sommer alle Energien, die wir haben, in die Energiewende und in dieses Gesetz legen.